Weiter geht's mit The Legend of Zelda Link to the Past. Heute mache ich den Wüstentempel. Und der Wüstentempel ist sogar blind. Also ich hatte bis zu dem Entschlüsseln von... Kann ich das irgendwie töten? Bis zum Entschlüsseln von diesen... Von dieser Inschrift da hatte ich schon mal gespielt. Aber weiter nicht. Und jetzt muss ich sehen, was ich hier überhaupt machen muss. Zuerst nehme ich mal den Bogen. Okay, der geht wieder. Ich guck mal, was hier oben drin ist. Ein Herz ist gut. Ah, Mist, ich drücke. Mir passiert es viel zu oft, dass ich einfach... Dass ich einfach B statt A drücke. Ne, andersrum. A statt B. Hallo. Und das bringt gar nichts. Vielleicht muss ich erst noch dieses Ding besiegen, wie auch immer das heißt. Ah ne, hier ist ein Knopf. Die Karte, das ist schon mal gut. Also nach rechts und links geht's hier nicht. Okay. Dann suche ich jetzt einfach alle Räume ab. Ist hier ein Herz drin? Ja, gut. Den lasse ich mal in Ruhe. Ich glaube, man kann die irgendwie besiegen. Ich weiß aber nicht wie. Link hier, Sahasrara. Hol unbedingt alle Schätze, die in den Verliesen versteckt sind. Zum Beispiel das hier. Achso, ja. Gut. Eigentlich war das Rätsel ziemlich simpel. Weil ich ja schon das Buch von Mudora auf diese Art geholt habe. Das ist die Frage, was ich hier drin machen muss. Muss ich hier alles aufheben? Ah, warum renne ich denn da dagegen? Ach, hier ist ein Knopf. Dann geh auf. Rein. Oh, hier ist ein Dungeon-Item. Da brauche ich aber noch den Schlüssel. Bekomme ich den, wenn ich das hier anzünde? Nein. Also das war schon mal vollkommen sinnlos, dass ich hier lang gelaufen bin. Das Herz hingegen ist gut. So, ich gehe erstmal runter. Okay, gut. Was ist hier drüben? Nix. Geht's da irgendwo rein? Nee. Hier geht's aber runter. Na gut. Ich gehe mal raus einfach. Ich weiß es nicht, was mir das bringt. Oh, ein Herzteil, nice. Ach, ich dachte schon, fall da runter. Gut, es hat sich also gelohnt. Hier brauche ich noch was. Dann gehe ich wieder rein.
Komm her, Auge. Ach, hier oben werde ich nur geheilt. Gut. Ach komm, nein. Hallo. Ich wusste jetzt nicht, ob der durch diesen Strudel durchrennen kann oder ob der dann eingesaugt wird. Deswegen habe ich abgebremst. Jetzt guck ich als nächstes, was hier ist. Ah, Mist. Gerade aus Versehen das falsche Item ausgewählt gehabt. Und das reicht doch schon für den Typen. Was, noch eine Falle oder wie? Okay, das ist gemein. Ist hier irgendwas drin? Ein Herz. Ah, hier kann ich mit meinem Schlüssel rein. Ach, ich kann mich hinter den Statuen verstecken. Ja. Ah, hier ist der Kompass, nice. Und wo ist der Kerkermeister? Die Frage, wo mich das hinführt. Zum großen Schlüssel. Praktisch, dass ich da so einfach durchrennen konnte. Jetzt hab ich hier unten geht's auch noch raus. Ich versuche mal die Statuen zu verschieben. Okay, dann geht's jetzt raus. Aber ich bezweifle, dass hier was ist. Ich glaube, wenn ich da runterspringe, dann kann ich alles nochmal von vorne machen. Also, ich müsste zumindest nochmal durch den Dungeon laufen. Wobei, so schlimm wäre das jetzt auch nicht gewesen. Dafür sind alle Items respawned, oder? Ja, nice. Zack. Jetzt hole ich mir das Dungeon-Item. Das Kerker-Item. Hier müssten auch wieder Herzen drin sein. Genau hier. Und hier drüben irgendwo. Da. Dreh dich weiter, komm. Ach ne, hier war der Knopf. So, was ist hier drin? Ja, der Krafthandschuh. Du hast den Krafthandschuh. Spürst du die Kraft in deinen Händen? Jetzt kannst du Steine aus dem Weg räumen. Ja, was ich damit machen kann, ist zum Glück klar. Weil ich ja vorhin schon dort war, wo ich hin muss. Ich gehe jetzt mal rein aus Spaß springe ich jetzt mal da hinten runter. Vielleicht verpasse ich ja irgendwas Wichtiges, wenn ich das nicht mache. Ich bezweifle es zwar, aber ein Versuch ist es wert. Das war ein Nein. Das war eines der deutlichsten Neins, die ich seit langem gehört habe. Kann ich hier hinten lang? Das wäre praktisch. Aber ich bezweifle es. Ja, okay. Da
Dann muss ich wohl jetzt nochmal dahin gehen. Jetzt muss ich erst wieder auf das Buch wechseln. So, zack. So, ich schneide jetzt gleich. So, jetzt bin ich da. Okay, die Krafthandschuhe muss ich nicht auswählen. Die sind automatisch ausgewählt, sobald ich an so einem Stein bin. Nice. Oh shit, ich wäre fast runtergesprungen. Hier muss ich wahrscheinlich wieder einen Stein verschieben. Hab ich immer Glück, oder? Ja, bisher jeder Stein, den ich verschoben habe. Ah, die Bodenplatten verfolgen mich. Komm. Ja. Ich will unbedingt wissen, was hier drin ist. Das ist wahrscheinlich ziemlich dumm. Ja, es ist sehr dumm. Ich gehe nochmal heilen. Muss ich nicht mal. Nice. Speichern, ja. Speichern würde ich schon lange mal. Gut, nächster Versuch. Mich interessiert es doch nicht so sehr, was da drin ist. Deswegen gehe ich jetzt mal weiter. Zack, zack und zack. Reicht das? Ja. So, ich frage mich, ob das irgendwann tatsächlich mal was bringt, wenn ich diese Lampen anzünde. Y. Crap. Was geht hier ab? Es hat wieder mal nichts gebracht. Oh, hier geht's jetzt. Oh nein. Böse. 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 Ich werde sterben. Nein, ich sterbe nicht. Okay, jetzt ist die Frage, ob ich das so schaffe. Ach nee, hier ist noch gar nicht der Boss. Noch eins, ein Raum. Vielleicht werde ich ja voll geheilt oder so. Ich habe übrigens gelesen, dass diese einäugigen Typen mit Pfeilen schneller sterben. Vielleicht stimmt das ja. So, hier muss ich jetzt vielleicht mal alles anzünden. Ah. Jetzt erweitert sich das Ganze. So, ich habe 4 Herzen sogar. Ich wähle mal den Pfeil aus. Gut, nächster Versuch. Gerade eben habe ich richtig hart verkackt. Deswegen schneide ich es einfach mal raus. Ach, jetzt sehe ich das. Jetzt sehe ich das erst. Die schießen so in alle Richtungen irgendwie. Das habe ich die ganze Zeit überhaupt nicht bemerkt. Oh Junge. Ich mag diesen Bosskampf irgendwie nicht. Er ist seltsam.
warten. Au. Zack. Schade. Diesmal sollte es aber was werden. Wer denn? Abends. Der Bosskampf ist sehr monoton. Also da war der erste besser. Container. Blaues Amulett. Du hast das Amulett der Stärkung. Dein Ziel ist greifbar nahe. Hol nun noch das dritte. Jupp, das war es. Mit dem Dungeon und deswegen auch mit dem Part. Und dann bis zum nächsten Part.